In diesem Video geht es um den physikalischen Druck. Wir werden uns gleich eine Simulation anschauen, indem wir ein Gas als Gasteilchen simulieren werden. Und zwar werden sich diese Gasteilchen in einem quaderförmigen Behälter befinden. Wir wechseln daher zu AlgoDo und als erstes möchte ich den Behälter zeichnen. Da AlgoDo nur in zwei Dimensionen simulieren kann, müssen wir unseren Quader durch ein Rechteck ersetzen. Und das mache ich jetzt folgend. Ich setze diese Kiste aus Rechtecken zusammen. Und zwar kommt hier ein Rechteck. Das ist jetzt eine Wand. Hier die zweite Wand. Die dritte Wand und die vierte Wand möchte ich etwas dicker machen. Der Grund ist, die soll gleich beweglich sein und damit sie jetzt nicht innerhalb der Kiste umkippt, mache ich diese Fläche etwas breiter. So, damit ich weiß, wo sich diese Kiste ursprünglich befand, mache ich hier noch ein Rechteck als eine Markierung, sozusagen ein Zeiger. Da weiß ich, okay, diese Kante ist die ursprüngliche Kante von der Wand hier. So, damit die Kiste nicht auseinanderfällt, nagele ich sie hier am Hintergrund fest. Statt jetzt hier mit der Markierung, da eine Befestigung, da eine Befestigung. So, die letzte Wand soll noch befestigt werden. Und vorerst auch die bewegliche Wand. Diese Markierung mache ich gleich weg. So, damit ich jetzt meinem System jetzt nicht die Energie wegnehme, also wenn hier Elemente bei AlgoDo miteinander kollidieren, wird einiges von kinetischer Energie in Wärme umgewandelt. Das möchte ich aber für unsere Situation ausschalten und muss ich jetzt zwei Eigenschaften bei den Wänden jetzt verändern. Und zwar klicke ich jetzt hier mit der rechten Maustaste drauf und unter Material die Reibung soll auf 0 gesetzt werden und die Stoßelastizität auf 1. Und das mache ich jetzt bei allen vier Wänden. Reibung auf 0, Stoßelastizität, Elastizität auf 1. Material hier, Stoßelastizität auf 0, Reibung, Stoßelastizität auf 1, Reibung auf 0. Und jetzt bleibt, glaube ich, nur noch diese Wand. Reibung auf 0, Stoßelastizität auf 1. Nochmal schauen, ob es geklappt hat. Ja. Das sieht doch gut aus. Gut, jetzt kommen unsere Gasteilchen ins Spiel. Jetzt brauche ich das Koordinatengitter nicht mehr. Die Gasteilchen werden einfach kleine Kreise sein. Ich zoome jetzt hier etwas rein. So mit einem Durchmesser von 0,02 Meter, also von 2 Zentimetern, scheint mir die Kugel groß genug zu sein. Ich mache jetzt die Luftreibung hier aus. So, die Kugel soll die gleichen Materialeigenschaften haben wie die Wände, also die Reibung setze ich auf 0, Stoßelastizität auf 1. Hier erhöhe ich aber die Dichte ein wenig, ich setze sie auf 20 Kilogramm auf pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter, weil AlgoDo eine zweidimensionale Welt ist. In der echten Welt wäre natürlich die Dichte Kilogramm pro Kubikmeter, nicht pro Quadratmeter. So, apropos Dichte, diese bewegliche Wand soll auch etwas leichter werden. Also Materialdichte machen wir sie etwas kleiner. So. Okay, jetzt soll das Luftteilchen oder das Gasteilchen eine Geschwindigkeit bekommen. Schnelligkeit ist das gleiche wie Tempo. Und mit dem Winkel kann ich jetzt den Winkel, die Richtung der Geschwindigkeit einstellen. Welchen Winkel ich nehme, ist im Prinzip egal. Okay, wir starten die Simulation und sehen, wie sich unser Teilchen hier in diesem Behälter bewegt. Das ist aus physikalischer Sicht eigentlich richtig so.
Eine Sache möchte ich aber dennoch noch verändern, und zwar schalte ich die Gravitation hier aus. Dann bewegt sich unser Teilchen ein wenig anders, und zwar auf geraden Linien und zieht ihre Parabeln jetzt nicht mehr. So, natürlich sind das etwas, also eine Kugel ist etwas wenig, um ein Gas zu simulieren. Deshalb duplizieren wir diese Kugel. Ich markiere sie, rechte Maustaste, Duplikat erstellen. Jetzt habe ich zwei davon. Jetzt markiere ich die zwei Kugeln, Duplikat erstellen. Jetzt habe ich vier davon. Markieren, duplizieren, dann sind es acht. Duplizieren. Und jetzt sind es 16. Im nächsten Schritt haben wir 32. 64. Hundertachtundzwanzig und 265. Und ich glaube, das reicht. Okay, wir starten die Simulation und haben jetzt gesehen, dass ich stopp mal die. Also hier können wir das sehr gut beobachten. Manche Kugeln sind in der Lage, unsere Kiste zu verlassen. Der Grund ist nicht, weil dass die Kiste jetzt irgendwie undicht ist, sondern es müssen ganz, ganz viele Kollisionen berechnet werden. Und es kann natürlich sein, dass diese Berechnung etwas fehlerhaft ist und dass sich unsere Kugel sozusagen in eine Wand hineinbewegt. Und AlgoDo versucht das irgendwie aufzulösen, und es kann sein, dass dieser kleine Rechenfehler dazu führen, dass wir unsere Kiste verlassen. Ich mache mal das, also den letzten Schritt rückgängig. Und um dem entgegenzuwirken, gehe ich hier auf Einstellungen, Simulation, und momentan haben wir eine Frequenz der Simulation bei 60 Hertz. Das bedeutet, wir führen pro Sekunde 60 Berechnungen durch. Und damit die Simulation etwas feiner ist, erhöhe ich diese Zahl auf 240 und führe jetzt viermal so viele Berechnungen pro Sekunde durch. Das sollte dazu führen, dass alle Kugeln jetzt in dem Behälter bleiben. Okay, die erste Beobachtung, die wir jetzt machen, ist, obwohl die Kugel am Anfang alle die gleiche Geschwindigkeit hatten, hat sich sozusagen ein Zustand eingependelt, wo die Kugel oder die Kreise hier mehr oder weniger gleichmäßig verteilt sind. Also es gibt keinen Bereich, wo die Lücken besonders groß sind, beziehungsweise die Lücken werden sofort gefüllt. Und dieses dynamische System hier führt dazu, dass jede Kugel ungefähr gleich viel Platz hat. Also die Dichte der Kugel in diesem Raum ist ja, über die Zeit überall gleich groß. So, jetzt mache ich eine kleine Pause. Und jetzt kommt ein Koordinatengitter hinzu, und wir kommen zu dem Grund, weshalb diese Wand hier beweglich sein soll. Und zwar zeichne ich hier eine Feder, und die Befestigung mache ich jetzt weg. So, nun gibt es eine Feder hier, die ist jetzt gerade entspannt. Das bedeutet, diese Feder übt jetzt gar keine Kraft auf die Wand. Wann übt sie eine Kraft? Dann, wenn sich die Wand entweder nach da verschiebt, dann wird unsere Feder kürzer, und nach dem Hooke'schen Gesetz gibt es eine Federkraft, die die Wand in diese Richtung bewegen möchte. Oder wenn die Wand sich nach da bewegt, dann möchte sich die Feder wieder zusammenziehen und übt eine Kraft aus, die nach da geht. So, also nach rechts. Ich verändere noch die Federeigenschaft. Die Dämpfung schalte ich aus. Und irgendwie fehlt mir jetzt hier eine Eigenschaft dieser Feder. Das ist ein bisschen seltsam gerade.
Ich trickse mal hier so ein bisschen und zwar klicke ich mal hier drauf und mache die Feder etwas dünner. Ich möchte nämlich die Federkonstante ändern, aber irgendwie halt taucht sie gerade hier nicht auf. Also entweder habe ich was falsch gemacht oder Algodoo hat gerade einen Fehler. Ich versuche es nochmal. Ah, jetzt haben wir eine Federkonstante. Die setze ich auf 10 und die Dämpfung auf 0. So, jetzt starten wir die Simulation. So, und nun stellen wir fest, dass auf die Wand auf jeden Fall aufgrund der Kollisionen der Kugeln mit der äußeren Wand eine Kraft auf die Wand wirkt. Also wir haben jetzt eine Wand, die sich hin und her bewegt, aber im Prinzip haben wir mehr oder weniger ein Kräftegleichgewicht an diesem Punkt. Also die Wand hat sich insgesamt um ungefähr zwei Kästchen bewegt. Das bedeutet, es gibt eine Kraft, die aufgrund dieser Zusammenstöße auf diese Wand wirkt. Im wahren Leben ist es natürlich so, dass wir deutlich mehr Teilchen haben als diese, was waren das, glaube ich, 250. Und diese Kollisionen finden da viel häufiger statt und deshalb gibt es diese Schwankungen auch nicht. Und diese Kraft, die aufgrund dieser Kollision auf diese Fläche wirkt, die hat etwas mit dem Druck zusammen. Und zwar ist der Druck die Kraft geteilt durch diese Fläche ist. Also man möchte jetzt diese Eigenschaft von diesem Gas unabhängig von der Fläche hier haben. Deshalb misst man die Kraft, die auf diese Wand wirkt, und teilt diese Kraft durch die Oberfläche dieser Wand und so kommt man zu dem Begriff des physikalischen Drucks. So, kurz auf Pause. Bevor wir jetzt alles notieren, möchte ich noch eine Sache kurz wiederholen. Und zwar habe ich gesagt, dass wenn die Frequenz der Simulation kleiner ist, dass es dort zu Rechenfehlern kommt. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe mich da unglücklich ausgedrückt. Es geht darum, dass wir Rundungsfehler haben, nicht Rechenfehler. Ja, also die Kugel können diesen Behälter hier verlassen, weil es kann natürlich sein, dass zwischen zwei Berechnungen wir eine Strecke zurückgelegt haben, die dazu führt, dass wir uns in der Wand befinden. Und wenn wir jetzt die Frequenz erhöhen, legen wir pro Sekunde eine kleinere Strecke zurück und da ist es viel unwahrscheinlicher, dass wir jetzt in der Wand landen. Und daher habe ich jetzt die Frequenz erhöht, um den Rundungsfehlern entgegenzuwirken und nicht den Rechenfehlern. Okay, also zurück zur Tafel. Wir haben gesehen, dass einige Teilchen mit den Wänden kollidieren. Ich möchte in dieser Zeichnung das hier mit zwei Pfeilen darstellen. Also hier dieser blaue Pfeil soll bedeuten, das Teilchen ist hier auf die Wand geprallt und wurde jetzt hier reflektiert. Sondern notieren wir, da findet jetzt die Kollision eines Gasteilchen mit der Behälterwand. So, und jetzt fassen wir zusammen, was wir jetzt während der Simulation gesagt haben. Also, Gasteilchen können sich im Behälter frei bewegen und sind dort unter Vernachlässigung der Schwerkraft gleichmäßig verteilt. Die Teilchen kollidieren miteinander und mit den Behälterwänden. Aufgrund dieser Stöße wirkt auf die Behälterwand eine Kraft F. Diese Kraft ist umso stärker, umso größer die Wandfläche A ist. Der Grund ist, wenn wir jetzt eine doppelt so große Wand haben, kann dieser Wand von doppelt so vielen Teilchen getroffen werden und dadurch wird diese Kraft doppelt so groß sein. Dividiert man die Kraft F durch die Wandfläche A, so erhält man eine Kraft pro eine Flächeneinheit. Das hat den Vorteil, dass wir plötzlich etwas haben, was die Situation in dem Behälter beschreibt, es aber unabhängig von der Wand sozusagen macht. Also
Wir rechnen sozusagen Kraft pro Quadratmeter, Kraft pro pro Quadratzentimeter und so weiter. Und so machen wir uns von der Wand mehr oder weniger unabhängig. Dies führt zu der Definition des physikalischen Drucks P. Wir nehmen klein p als als das Symbol von Druck. Und als Eselsbrücke kann man sich das lateinische Wort Pressio nehmen oder das englische Wort Pressure. So, und jetzt die gleiche Definition nur in Formeln. Klein p ist Groß F durch Groß A. Also der Druck ist die Kraft, die auf eine Fläche wirkt. Also Kraft pro Fläche, pro ist bei solchen Definitionen immer eine Division. So, das rahmen wir jetzt ein und kommen zu den Einheiten. Die Einheit des Drucks ist ein Pascal. Abgekürzt wird das mit PA. Ein Pascal entspricht einer Kraft von einem Newton pro Quadratmeter. Also ein Pascal ist ein Newton pro Quadratmeter. Und die Einheit des Drucks wurde nach Blaise Pascal benannt. Blaise Pascal lebte von 1623 bis 1662. Er war ein französischer Physiker, Mathematiker und christlicher Philosoph. Außerdem ist er ein Erfinder einer der ersten Rechenmaschinen und diese Maschine wurde damals Pascaline genannt. Pascal begegnet uns auch in dem Mathematikunterricht. Nach ihm wurde auch das Pascalische Dreieck benannt. Okay, zurück zu der Simulation. Ich möchte jetzt hier die Wand nicht mehr beweglich haben, deshalb befestigen wir sie. Und ich verändere die Simulation, indem wir jetzt hier die Gravitation einschalten und schauen wir, was jetzt passiert. So, was hat sich verändert? Dadurch, dass wir jetzt die Schwerkraft haben, die nach unten wirkt hier im Bild, bekommen die Kugelchen immer wieder eine Zusatzgeschwindigkeit, die nach unten zeigt. Das bedeutet, in diesem System gibt es einen Überschuss von Geschwindigkeiten, die nach unten zeigen. Und das führt zum folgenden Bild. Es befinden sich deutlich mehr Teilchen unten als hier oben. Und das passiert tatsächlich auch hier auf der Erdoberfläche. Nur dieser Effekt ist jetzt nicht so gravierend wie hier. Die Luftteilchen sind ja deutlich leichter, deshalb ist diese Zusatzgeschwindigkeit etwas geringer als das, was wir hier haben. Aber im Prinzip gibt es das auch auf der Erde. Also es gibt eine Auswirkung von der Gravitation auf die Gase und das führt dazu, dass sich der Druck abhängig von der Höhe unterschiedlich verteilt. Und zwar da, wo ganz viele Teilchen sind, können die Teilchen natürlich öfter mit den Wänden stoßen als die wenigen Teilchen hier oben. Deshalb ist der Druck von dem Gas hier unten stärker als der Druck hier oben. Jetzt würde ich gerne noch etwas simulieren, was jetzt keine so eine große Erkenntnis mit sich bringt, aber ich finde es sehr schön und da kann man sich das, was auf der Erde passiert, viel besser vorstellen. Also wir nehmen jetzt einen Kreis. Das wird gleich unsere Erde sein. Und schalten hier die Gravitation aus. Die Luftreibung schalten wir aus und ich mache hier diese Erdfläche hier, die mache ich auch weg. So, jetzt verändern wir die Kugel, indem wir der Kugel selber eine Einziehung geben. Und zwar hier mit einer Anziehung von 1. Und die Erde soll sich auch nicht bewegen können, die befestigen wir hier. So und ähnlich wie es mit der Kiste war, soll die Erde keine Reibung haben und die Stoßelastizität von 1 haben. Okay, jetzt kommen unsere Gasteilchen ins Spiel. Ich zoome wieder etwas rein und wieder sollen die
Gasteilchen einen kleinen Durchmesser haben. Und auch die sollen keine Reibung haben und unendlich stoßelastisch sein. Die Dichte können wir, glaube ich, sogar so lassen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Duplizieren von den Teilchen. Ich glaube, das werde ich jetzt in dem Video etwas schneller abspielen. Das haben wir schon gesehen. Okay, ich glaube, das reicht an den Luftteilchen und ich sollte vielleicht die Erde etwas größer machen, da wir so viele Teilchen haben. Vergrößere ich die Erde ein wenig. Ist sie rund geblieben? Bin ich mir gerade nicht sicher. Wir machen jetzt einfach eine neue Erde, sorry. Wie sieht's mit der Simulationsfrequenz aus? 60 könnte zu wenig sein. Gehen wir wieder auf 240. Und starten die Simulation. So, wir sehen, die Teilchen werden von der Erde angezogen, stoßen zusammen und auch wie in der Kiste, wo wir die Gravitation eingeschaltet haben, gibt es einen Bereich, wo die Kugelchen sehr dicht aneinander sind. Es gibt da einen ziemlich großen Druck. Wenn wir weiter weg von der Erde sind, nimmt der Druck ab. Es gibt aber auch Bereiche, die weiter weg von der Erde entfernt sind, wo sich aber Teilchen befinden. Und was wir feststellen können, diese Dichte, also wie viele Teilchen es pro eine Fläche gibt, diese Zahl nimmt zwar ab, aber es gibt auch Bereiche, wo sich doch relativ viele Luftteilchen immer noch bewegen. Also diese Abnahme von der Kugeldichte hier, die nimmt sozusagen, also diese Abnahme wird immer schwächer. Ich glaube, das ist am besten, wenn ich das so sage. Also von da nach da verschwinden ganz viele Teilchen, von da nach da verschwinden auch welche, aber bei weitem nicht so viele wie dort. Und das ist bei einem atmosphärischen Druck tatsächlich der Fall. Er nimmt mit der Entfernung zwar ab, aber diese Abnahme wird immer langsamer. Das werden wir gleich noch mit Formeln ausdrucken. Der Einfluss der Gravitation führt uns dann zu dem Begriff des atmosphärischen Drucks. Jetzt kommen wir noch zu der Herkunft des Wortes Atmosphäre, falls ihr das nicht wisst. Atmosphäre kommt aus dem Altgriechischen, setzt sich im Prinzip aus zwei Wörtern zusammen. Aus dem Wort Atmos, also hier mit den griechischen Buchstaben Alpha, Tau, Mu, O und Zeta. Atmos, auf Deutsch so viel wie Dampf, und Sphaira auf Altgriechisch Kugel. Also Atmosphäre, wörtlich übersetzt eine Dampfkugel. Was gemeint ist, das ist die Luftkugel um die Erde herum. So, was haben wir in unserer Simulation gesehen? Wir hatten eine Erde und jetzt sind mir das zu viele Punkte, um sie anzuzeichnen. Ich beschränke mich jetzt hier auf eine Luftsäule. Natürlich ist es so gemeint, dass sich das Muster einfach so um die Erde hier herum fortsetzt. Aber wichtig ist nur, dass in der Nähe der Erdoberfläche sich mehr Teilchen befinden als Teilchen, wenn wir uns weiter von der Erdoberfläche entfernen. Und das führt ja zwangsläufig dazu, dass der Druck in der Erdnähe größer ist als der Druck hier oben. Und der Hauptgrund dafür ist, dass durch die Erdeinziehung unsere Gasteilchen immer wieder eine Zusatzgeschwindigkeit bekommen, die Richtung Erdmittelpunkt zeigt, und dadurch sind die Geschwindigkeiten ungleich verteilt und es gibt einen Überschuss an Geschwindigkeiten, die zum Erdmittelpunkt zeigen, und dadurch gibt es natürlich mehr Teilchen hier unten als da oben. Also notieren wir: Durch die Einwirkung der Schwerkraft steigt die Anzahl der Luftteilchen, je stärker man sich der Erdoberfläche nähert. Der Luftdruck nimmt mit der steigenden Höhe über der Erdoberfläche ab.
Der durchschnittliche Luftdruck beträgt auf der Erdoberfläche auf Meereshöhe 113,15 Hektopascal. Und Hektopascal wird mit HPA abgekürzt und H ist sozusagen so ein Präfix und steht für 100. Damit ist ein Hektopascal 100 Pascal. Der Luftdruck von 1013,25 Hektopascal wird dabei Normaldruck genannt, weil das der durchschnittliche Druck ist. Im Alltag verwenden wir oft die Einheit 1 Bar. Abgekürzt wird es auch 1 Bar, nur lustigerweise kleingeschrieben. Dabei orientiert sich die Einheit Bar am Normaldruck. Und da ist ein Bar ist dabei, das sind 1000 Hektopascal. Also 1 Bar ist ungefähr der Normaldruck. Oft ist es so, dass man zum Beispiel auch Fahrradpumpen, wenn sie eine Anzeige haben, dass dort der Druck in Bar eingegeben wird. Und wenn wir dann jetzt zum Beispiel ein Fahrradrad aufpumpen, oft sind es, glaube ich, 3 bis 4 Bar. Also das bedeutet, der Luftdruck in dem Reifen entspricht dem 3- bis 4-fachen des normalen Drucks. Nach einer Faustformel nimmt der Luftdruck alle 840 Meter um 10% ab. Und diese Faustformel können wir uns gleich ganz genau angucken. Faustformel, weil diese jetzt nicht ganz exakt ist, aber exakt genug, sage ich mal so. Also die Zahlen, die rauskommen, die sind gar nicht so falsch. Also auf jeden Fall sehr brauchbar. Vor allem in der Nähe der Erdoberfläche, also auf den ersten 10, 20 Kilometern werden wir da keine großartigen Fehler machen. Also in einer Tabelle würde ich gerne einmal hier die Höhe eintragen, die Höhe H in Metern, dann den Druck P in Hektopascal und hier die Rechnung, wie ich jetzt zu diesem Druck komme. Wenn wir jetzt die Höhe von 0 haben, befinden wir uns auf der Meereshöhe und da herrscht der Normaldruck im Schnitt, also nicht jeden Tag und auch nicht überall auf der Erde, aber im Schnitt haben wir diesen atmosphärischen Druck. So, dazu benötigen wir keine Rechnung, das ist einfach nur so. Wenn wir uns jetzt auf die Höhe von 840 Metern begeben, müssen wir von dieser Zahl 10% abziehen. Wenn wir davon 10% abziehen, bleiben nur noch 90% da. Also, wie kommen wir zu den 90% davon? Wir müssen diese Zahl mit 0,9 multiplizieren. Multiplizieren mit 0,9 bedeutet 90% einer Zahl berechnen. Also 1013,25 Hektopascal mal 0,9, das ergibt 911,925 Hektopascal. Also wenn wir uns jetzt auf einer Höhe von 840 Metern befinden, haben wir einen Druck, der etwa 100 Hektopascal kleiner ist als der Normaldruck. Wenn wir jetzt 840 Meter höher gehen, müssen wir diesen Druck nochmal berechnen. Dieser nimmt wieder um 10% ab. Diesmal 10% von diesem Wert. Also müssen wir diese Zahl hier mit 0,9 multiplizieren. 9,11 mal 9,25 mal 0,9. So, das ergibt irgendeine Zahl, die werden wir auch gleich hinschreiben. Gerne würde ich aber benutzen, dass diese 911,925 im Prinzip dasselbe ist wie diese Rechnung hier. Also 9,11925 ist eigentlich das da. Und jetzt fehlt noch hier mal 0,09. Und jetzt kann man die Rechnung etwas anders hinschreiben. Und zwar kann ich diese 0,9 und diese 0,9 miteinander multiplizieren und dann habe ich hier den Normaldruck mal 0,9 zum Quadrat. Diese Formel ist etwas schöner. Wenn wir jetzt die Höhe, den Druck in einer anderen Höhe berechnen wollen, ohne die ganzen Zwischenschritte berechnen zu müssen. Also das hier
Und das hier führt zu dem gleichen Ergebnis. Diese Form ganz rechts finde ich einfacher, wenn wir jetzt mehrere Drucke berechnen wollen. Also auf 1680 Metern haben wir einen Druck von 820,73. Und wir sehen auch hier, dass der Druck langsamer abnimmt. So von da nach da haben wir mehr als 100 verloren, von da nach da etwa 90. Also die Abnahme wird schwächer. So, und jetzt gehen wir auf eine Höhe, die etwas kleiner ist als der Mount Everest. Das bedeutet, wir machen jetzt 10 weitere Schritte. Und wenn wir jetzt diese Formel jetzt hier verallgemeinern, lautet unsere Rechnung der Normaldruck mal 0,9 mal 10, weil wenn wir jetzt 10 Schritte machen, müssen wir diese 0,9 10 mal mit sich selbst multiplizieren, also 0,9 hoch 10. Und wenn wir das ausmultipliziert haben, haben wir einen atmosphärischen Druck von 353,3 Hektopascal ungefähr. Also Menschen, die jetzt Extrembergsteiger, die müssen sich bewusst sein, und das sind sie auch meistens zumindest, dass wenn sie jetzt sich auf einem Berg von 8000 Metern befinden, der Druck, Luftdruck, dem ungefähr dem Drittel des Normaldrucks entspricht, und das hat natürlich gesundheitliche Konsequenzen. Also es gibt ja natürlich weniger Sauerstoff, den die Leute jetzt pro Atemzug aufnehmen. Dadurch ist man jetzt nicht so leistungsfähig. Und viele der Bergsteiger nehmen auch wie Sauerstoffflaschen mit, beziehungsweise trainieren auch entsprechend, um mit weniger Sauerstoff auszukommen.